ein bisschen leiser machen, damit ihr mich auch hört. So, hey, hier ist euer Gamer. Heute mit einem kleinen Mini-Let's Play mit Boost 2, wie ihr im Titel erkennen könnt. Leider habe ich nur die Light-Version, denn ich habe kein Geld. Ja, und dann würde ich mal sagen, klickt einfach mal auf Play. Es gibt verschiedene Options. Es gibt normalerweise in der Full-Version auch Time Aerial, kann ich nicht kaufen. Kann ich schon kaufen, aber habe kein Geld. Dann Survival und Multiplayer. Die drei Sachen kann ich nicht spielen, weil ich nicht die Full-Version habe. Aber was ich spielen kann, ist Classic. Das mache ich doch auch gleich mal. So, und wie ihr sehen könnt, bin ich in einer Röhre und muss Blöcken ausweichen. Das geht mit den Sensoren, indem ich so tue, als wenn ich gerade ein Lenkrad in der Hand habe und lenke. Das ist ein lustiges Game. Macht schon Spaß, ja. Und macht, also ich muss euch warnen, das macht schon süchtig. Also seid ihr, spielt ihr das zu oft, wollt immer den Rekord knacken und so. Also das macht schon süchtig. Also ich bin jetzt nicht süchtig, aber wirklich, wenn ihr unbedingt den Rekord knacken wollt von Online-Spielen oder so, dann solltet ihr das lieber nicht spielen. Es besteht schon Suchtgefahr. Das muss man leider sagen. Aber das vergessen wir heute mal. Heute geht es nur um Spaß. Wir können das hier auch nicht nur Mini-Let's Play nennen, wir können das auch Let's Test nennen. Ich teste jetzt sozusagen dieses Spiel. Das wird auch nicht lange gehen, das Let's Play. Vielleicht 3, 4, 5 Minuten. Das ist ja nur Let's Test. Oder Mini-Let's Play, wie auch immer. Und ihr könnt halt gucken, ob es euch gefällt oder ob es euch nicht gefällt. Mir gefällt. Also ich mag das Spiel. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt 3 Boosts eingesammelt. Und da oben kann ich jetzt diesen Zeitrekord knacken. Das funktioniert so, ich muss einfach. Nein, schon vorbei. Na, ich kann es trotzdem mal erklären. Also, man muss 3-mal diesen Boost eingesammelt haben. Dann kommt da so eine Zeit. Und dann kann man seine eigene Rekorde oder so aufstellen. Manchmal auch online, ich weiß es jetzt gerade nicht. Hab noch nie online gespielt, wie gesagt. Hab mir nicht die Full-Version geholt. Könnte ich auch mal machen, wenn ich das nächste Mal wieder Geld habe. Naja, werden wir sehen. So. Ach ja, was ich im Abo-Special, was ich machen werde, wenn ihr mich schön fleißig abonniert, machen werde, ist folgendes. Ich könnte entweder mein Zimmer zeigen. Das muss ich dann natürlich vorher aufräumen und putzen und so. Ich bin Pubertät. In der Pubertät, da ist man schon faul. Ich könnte Online-Games auf iPod mit euch zocken. Oder, was ich auch noch machen könnte, das ist mir eben gerade erst eingefallen, euch die ganzen Apps auf meinem iPod zeigen. Ich habe sehr viele Apps, über 100. Alle in einem Ordner einsortiert. Nicht in einem Ordner, sondern in mehreren Ordnern. Das könnte ich euch auch zeigen. Naja, so, bis dahin. Ciao, euer Gamer.